Ein langer Eröffnungstag hier bei der Matthäus Horst Indoors neigt sich schön langsam dem Ende. Im Hintergrund wird gerade umgebaut für die letzte Prüfung des heutigen Tages, dem European Youngster Cup, dem Opening über 1,35 Meter für Reiter bis U25. Aber hinter mir, da steht sie, die österreichische Siegerin der Ponyklasse, nämlich Clara Göss-Saurer. Clara, gratuliere. Anfang hat es super geklappt mit den Ponys. Jorit, dein alter Tausendsasser, alles wieder richtig gemacht und war pfeilschnell. Ja, also der Jorit war heute wirklich sehr, sehr brav. Er hat mir auch sehr viel geholfen, auch bei den beiden Distanzen, wo ich nicht so gut war. Und ja. Aber du hast ja noch ein zweites Pony mit am Start gehabt, ganz am Anfang. Was ist denn das für Pony? Was hat da nicht so geklappt heute? Ja, das ist mein neues Pony, der Storm. Den habe ich noch nicht so lange und er ist auch sehr jung und damit muss ich erst zusammenwachsen mit ihm. Und ja. Du und deine Schwestern, ihr seid ja, glaube ich, vier in der Zahl hier am Start mit der Ludovica, mit der Johanna, mit der Josefina. Ihr habt ja ein Mörderprogramm, weil du hast ja nicht nur Pony, sondern auch Großpferde mit. Warst jetzt gerade mit Lilifee noch einmal platziert unter den besten 10. Wie geht man denn um mit so einer Megabelastung? Ja, es ist manchmal schon sehr, sehr stressig. Aber wir machen, also ich habe schon, ich weiß nicht, ich reite einfach. So, jetzt sind wir hier beim Heim-CSU. Immer etwas ganz Besonderes für einen Österreicher, gerade beim Heim-CSU zu reiten. Wie kommst du mit der Belastung, mit dem Druck zurecht? Ja, also es kommt darauf an. Manchmal bin ich sehr nervös und manchmal auch weniger. Aber ich versuche mich einfach immer aufs Reiten zu konzentrieren und ja. Und das Gefühl ist gut, in Österreich zu gewinnen? Ja, sehr gut. Dann wünsche ich mir dir weiterhin toi toi toi, halten dir die Daumen, damit es auch die nächsten Tage noch einmal klappt. Danke.